Meine Europatour durch Sachsen-Anhalt führte mich als allererstes auf den Bauernhof in Altenwedding, wo der Eierlikör und die Eierlikörsverordnung nochmal besprochen wurde, ein Thema, zu dem ich mich eingebracht hatte. Danach ging es weiter zum nächsten Bauernhof, zu Jochen Detmer. Er ist Sozialdemokrat in Belsdorf wohnhaft und dort haben wir uns seinen Demeter-Bauernhof angeschaut und über Europa und Bundeslandwirtschaftspolitik gesprochen. Anschließend waren wir bei einem herrlichen Fischerfest von dem Anglerverband aus Sachsen-Anhalt und danach fuhr ich auf das Schloss Hundesburg. Dort gab es ein Konzert mit jungen Musikerinnen und Musikern aus über 13 Nationen aus verschiedenen Kontinenten. Das Schloss Hundesburg, was mit Europamitteln aufgebaut wurde und wo jetzt Europa und internationale Musik, aber auch gemeinsame europäische internationale Gemeinschaft gelebt wird. Insofern ein voller und spannender Tag. Folgen Sie mir weiter auf meinen Social-Media-Kanälen.